So, jetzt warte. Springen und dann drauf. Ja, manchmal, also ich muss sagen, ich bin in so einem Spiel, zumindest in der Prince of Persia-Reihe, eher der aggressive Typ. Also blocken ist gar nicht so meins. Hallo? Ich kann den nicht hauen, was soll denn das? Was? Okay. Nee, von mir aus, finde ich cool. Ob das so gedacht war, weiß ich auch nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Komm, Dolch rein. Was haben wir gewonnen? Sagt der fünfte Sandbelter. Yes! Es war geraten, also jetzt nicht sagen, du weißt sowieso, was passiert. Es war geraten. Soll ich es nochmal sagen, oder wie? Geraten! Ach stimmt, wir können hier Free Sand holen. So. Eine Glocke, ah ja. Du hast gesagt, ah ja. So. Ich glaube, das war jetzt nicht sonderlich schwer. Ich muss auch sagen, so ein richtiges... Okay. So ein richtiges Rätsel irgendwie. Wie es im ersten Teil, wer sich noch erinnern kann, dieses Lichträtsel ganz am Anfang. Ich sagte, das ist das Verteidigungssystem und so weiter und so fort. Was? Okay, also so was ich sagte, das ist das Verteidigungssystem. Solche Rätsel gibt's hier eigentlich gar nicht mehr. Ich meine, es gibt noch die Räume, die du irgendwie meistern musst. Mit Springen hier, dies, das, pipapo. Du hast voll Gong nachgemacht. Ja, egal. Ich bin also unkreativ, dass ich nur Sprüche von anderen klauen kann. Ne, also so richtig, ich weiß nicht, das... Ich weiß halt nicht, ob's fehlt oder ob... Also ob's mir fehlen soll oder... Oder nicht, weil... Ich meine, die Rätsel waren schon immer cool. Ach, ich sehe, so hätte ich hier runterkommen können, cool. Schön, dass ich es jetzt auch mal sehe. Die Glocke ist also für was anderes gedacht, gut. Ich verstehe. Ich sehe auch schon, ich bin anscheinend nur zu blöd, es zu sehen. Was das war, weiß ich auch nicht. Ich meine, es ist eindeutig da hinten, dass da zwei Dinger hochgehen, ja? Aber... Boah. Sicher bin ich mir da nicht. Komm hier durch, ja. Ist auch immer das Ding, wo kannst du eine Glocke langschieben? Sind die Bodenplatten wichtig? Kannst du überspringen oder nicht? Oder warum nicht? Oder... Weiß ich nicht. Ich muss sagen, an den Raum konnte ich mich gut erinnern. An den auch noch. Welch ein herrliches Gebäude. Vater ließ diese Gärten als Zeichen seiner Liebe zu seinem Volk errichten. Einst sah das ganze Reich so aus. Versuch, diese Hebel zu bedienen. Von der anderen Seite aus kann ich vielleicht einen Weg finden, diese Tür zu öffnen. Okay, Schnucki, wir machen das. Hier sind doch unsichtbare Gegner irgendwann wieder. Ich hab das im Gefühl. Oh, ja, ich erinnere mich. Ja, und jetzt? Fahrer, jetzt nicht so, oder was? Nee. Wir können natürlich mal schauen, was hier passiert. Oder ob hier überhaupt... Hier passiert gar... Wir können hier noch nicht hoch. Okay. Aber wenigstens haben wir wieder einen kleinen Rätselraum. Schön, dass ich es gerade angesprochen habe. Zack, das Spiel lässt sich hier gar nicht lumpen. Nee, warte. Erstens mal, was soll das Kabel, ey? Das nervt ja permanent ab hier. Krass. So. Nee, das muss ich... Es gibt nur die zwei Einstellungen. So, wie komme ich jetzt darüber? Kann ich hier irgendwo hoch und ich übersehe es nur? Nee. Kann ich da hoch? Nee. Das ist zu. Der Schutthaufen ist da sicher nicht umsonst. Aber man hat gesehen, ich muss darüber. Da komme ich, glaube ich, noch nicht hoch. Ja, also hier brauche ich die Glocke. Dann fährt es runter, dann fährt es hier hoch und ich kann hier so blub rüber. So sollte es zumindest sein. Das sieht sehr danach aus.
So, da komme ich her. Aber klar, passt bei mir zu mir. Erstmal dick Rätsel wollen, dann keine Ahnung haben. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich könnte nur nach vorne drehen, aber es bringt mir ja nichts. Weil dann sind wir so schlau wie vorher auch. Hey, du Spackus, doch wohl einfach, Mann. Du bist einfach nur zu blöd dafür. Ja, weiß ich. Kann ich auch nichts dafür. Ey, das gibt's auch nicht. Jetzt. Also da komme ich noch nicht hoch, nur mal zum Testen. Also bei allem Respekt... Ja, ich sollte mich der Schätzer nennen, weil ich ja ganz toll abschätzen kann, wie und warum eigentlich nicht. Vollidiot. Also Tuccaloni Vollidiot, ich glaube, das war klar. So, jetzt kipp mal um. Danke. Hier sind Gegner, ich merke das. So eine weitere Fläche propagiert es eigentlich schon, dass hier irgendwer am Abkacken ist. So. Nein. Also, wir sehen, diese beiden Flächen passen gut zueinander. Wenn ich nur mal richtig drehen würde. Warte mal, der Hebel. Der sollte sie... okay. Vielleicht der nochmal? Es ist ein Drei-Hebel-Rätsel. Das ist eigentlich so deprimierend. Und trotzdem bin ich anscheinend zu blöd dafür. Ja, und jetzt, hallo, mach doch mal. Nee, die will gar nicht. Okay, cool. Dann halt nicht. Guck dir mal an. Die musste einfach nur drüber springen, oder was? Ist das ein Witz, oder wie? Fehler im Spiel, will die sich nicht bewegen, oder sag doch an. Ach, jetzt auf einmal, oder was? Könntet ihr euch vielleicht etwas beeilen? Ihr könnt ja hier herunterkommen und es selbst ausprobieren. 7 Jahre und nichts hat sich geändert. 7 Jahre? Wovon sprecht ihr da? Das ist nur eine Redensart. Irgendetwas scheint mit euch nicht zu stimmen. Sie hat keine Ahnung. Ach, schön. Ja, wer kann, der kann, würde ich mal sagen, ne? Mal ehrlich, was soll denn das jetzt? Warum? Ich meine, es war richtig und die ist nicht gesprungen. Ah, wir machen Fortschritte. In diesem Turm scheint eine Glocke zu sein. Vielleicht kann ich das Seil lösen, wenn ihr mir auf den Balkon helft. Damit könnt ihr zum Türschalter gelangen. Bei meinem Glück werde ich sicher ein paar Fallen auslösen. Oder Monster aufschrecken. Oder gar das Ende der Welt einläuten. Wäre ein bisschen Optimismus zu viel verlangt? Das Leben hat mich gelehrt, dass Wunschdenken zu nichts als Enttäuschung führt. Kack hier mal nicht so ab, ey. So. Ja, das war ein schönes Rätsel, weil es einfach war und ich es lösen konnte. Rätsel ist genau dann schön, wenn ich es lösen kann. Das ist die Tuccaloni 1 Rätselbedingung. Oder so ähnlich. Aber gut. Oh, das war Sparta anscheinend. Jetzt hätte ich vielleicht auch noch schreien sollen Sparta, als ich ihn da vom Balkon gestoßen hat, aber... Ich bin beeindruckt. Zu spät. Ja, du bist beeindruckt und mir ist es egal. Ach so, ja, warte, die muss ja noch rüber, ich vergaß. Das war der falsche Schalter, ey. Ich bin mal wieder arm vom Stuhl kippeln. Ich kann doch einfach mal den richtigen Schalter benutzen. Ja, das sollte irgendwas mit Max Payne werden, aber boah, nee, also. Sehen wir mal ehrlich, das wird doch alles nix. So. Noch den Schalter und dann sollte sie eigentlich auf dem Balkon sein. Genau, dann schießt uns die Glocke runter, wir machen die Tür auf. Friede, Freude, Eierkuchen. Hey, ihr habt's?
Nein, wir. Boom. Glocken. Also das verformt sich auch gar nicht bei so einem. Beim Sturz aus der Höhe mit dem Gewicht dran oben. Weil verbiegen zum Mainstream wäre, glaube ich. So könnte man das sagen. Na gut. Türschalter und los. Wartet! Da drinnen sind Verwundete. Wir sollten ihnen helfen. Das ist nicht die Zeit, Prinz. Helfen kannst du später noch. Los, Fahrer. Geh zu den Verletzten. Ich komme zu euch, wenn ich mit dem Visier fertig bin. Ah, das ist ja auch ein herzloser Arsch irgendwie, ne? Also, boah. Das hätte ich jetzt nicht von ihm erwartet. Sein eigenes Volk leidet. Doch der Prinz war besessen davon. War besessen von der Vorstellung, den Visier mit eigenen Händen zu töten als Held. Der Retter der Welt zu werden. Und so trennten sich der Prinz und Farah. Sie strebte danach, Leben zu retten. Sagt, wenn ihr Zeit für die Fortsetzung habt. Ja, also, warte mal, pass mal auf, Schnucki, ja? Ich halte hier gerade einen tollen Monolog, ja? Und du wirst mir hier sicher nicht reinquatschen. Eher sie zu vernichten. Hallo? Der Prinz wollte seinem Feind gegenübertreten. Und die mächtigen Krieger nutzen, die sich im Tempel verschanzen. Komm schon. Der Gedanke an Ruhm und Rache trieb ihn voran. Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Während er in die Tiefe hinabstieg, verweilten seine Gedanken bei Farah. Er fragte sich, ob auch sie an ihn dachte. Ja, das kann man auch alles nicht wissen. Ah, schön. Ich finde es immer genial, wie er vom Brunnen runterstürzt. Weil es einerseits so behindert, andererseits einfach nur witzig ist. Verletz dich fein nicht, Prinz, ne? Vollidiot. Dick wat saufen und auf geht's. Soll ich hier fort? Ja, du kannst fortfahren, wohin du willst. Ist mir eigentlich auch egal, ob du fährst ganz weit weg fort. Dass ich meine Ruhe hab hier. So. Und why, da geht's. Das war auch irgendwie ziemlich behindert, der Spruch, aber gut. Jungs, habt ihr Bock heute Abend LAN-Party? Seid ihr dabei? Einfach Laptop zu mir mitnehmen. Richtig Bombe. Nicht? Kulturbanausen. Städte zu erobern ist ehrenvoll, aber sie mit solcher Grausamkeit zu überziehen ist schändlich. Ich werde ihm jeden Streich vergelten, den er gegen mein Reich führte. Wir sind nah dran, so nah. Nun soll er selbst leiden. Der Prinz. Er dachte nur an sich selber, seine Rachegelüste zu stillen. Es hatte sich nichts geändert. Auch wenn er es noch so sehr beteuerte, er war immer noch der gleiche von damals. Er war der, der Ruhm und Ehre wollte. Und er war der, der zu blöd für den Speedkill war wieder. Ach komm, auf die Fresse! Hurricane, 1, 2. Und so macht man das. Warte, wo kommst du denn her? Hallo? Ich meine, ich fasse da den immer gar nicht, oder was? Zack, so. Abgemessert. Aber gut. So, was ist hier? Darüber gut. Aber wir brauchen wieder unsere... Sack. Kette, genau, Mensch. Mir entfiel das Worte im Munde. Oder so ähnlich. Das ging auch schnell irgendwie.